Hallo liebe Minecraft-Freunde von da und fern und willkommen hier auf Unlimited World. Heute in einer kleinen Gemeinschaftsaufnahme mit dabei ist der... Pinecraft? Jawolla, und zwar wir machen heute, wie angekündigt, jeder für sich so ein bisschen die 1.16.4 ein bisschen erkunden hier auf UW. Und jeder baut hier so ein bisschen rum. Ich glaube, Pinecraft, du wolltest, glaube ich, so ein bisschen an der Kirche da hinten weiterbauen, ne? Das Problem ist, ich wollte eigentlich hier, weiterbauen mit halt Gerüsten. Oh. Also bin ich gerade noch am Überlegen, wie ich an Bambus komme. Oh, da bleibt ja wohl nur die Farmwelt übrig, was? Ja, das ist ja das Doofe, ich schätze mal. Wobei. Vielleicht hat ja schon einer eine Farm gebaut. Eine öffentliche. Kann sein. Hast du schon geguckt, ob vorne am Spawn irgendwo was ist? Direkt vorne? Nö. In der Materialfarmwelt? Da könnte doch durchaus möglich sein. Ich weiß es auch nicht. Ich kann dir da leider nicht helfen, weil ich weiß, was ich meinen Zuschauern versprochen habe. Ich habe gesagt, und vor allen Dingen auch den Devs, ne? Wir müssen mal an dieser Stelle hier mal wirklich mal wieder meine Lanze brechen und mal ein fettes Herz hier mal raushauen für die ganzen Devs hier vom Server. Also auf jeden Fall fällt mir hier sofort der Black Hole erstmal ein. Und natürlich auch, ich glaube, der Petomka, ne? Was, glaube ich, auch noch gewesen, der ja auch Dev ist. Und die haben ja wirklich ordentlich rumgerödelt, dass wir jetzt hier endlich mal die 1.16.4 spielbar hier nutzen können. Die Beta-Tests waren anscheinend positiv gewesen. Die haben nochmal richtig ordentlich losgelegt. Ja, Freunde, und wir haben jetzt hier ein Update. Und ich habe euch versprochen, das allererste, was wir machen, ist ein Stonecutter. Und den bauen wir uns jetzt, weil den brauchen wir so dringend. Also, danke an die Devs hier für die Arbeit. Das freut uns, glaube ich. Ich glaube, ich spreche hier im Namen für alle, die jetzt mit der neuen Version hier richtig zufrieden werden. Weil das ist ja nicht nur die 1.16, ne? Da ist ja noch die 1.14 mit bei und die 1.15 ist da noch mit bei mit den ganzen Features da drin. Das ist ja so viel. Das ist ja Wahnsinn. So. Und jetzt geht's los, Freunde. Oh, wie macht man den nochmal? Ich würde sagen, aus Stein und Eisen müsste das, glaube ich, sein. Sicher bin ich mir jetzt aber auch nicht, aber ich glaube es schon. Ja, und den Schleifstein, den macht man aus welchem Stein? Schleifstein. War, glaube ich, normale, oder? Was ist denn der Schleifstein? Das macht, also du meinst, ist da, wo man die Verzauberungen da rausnehmen kann? Ist es das? Ja. Das Runde? Oh, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, das war der normale. Aber was braucht man denn dafür nochmal? Wenn nicht, also Rezepttücher müsste es ja auch weiter in der 1.16 geben. Also da müsste jetzt das Rezept eigentlich drinstehen. So, da haben wir schon mal die Steinsäge, wo mir ein Stück Eisen fehlt. Jetzt bin ich auch gerade über... Ach, hier ist das Eisen, so, ich wollte gerade schon sagen. So, hier ist ja auch schon. Jetzt wollen wir mal gucken. Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war das so? Ja, genau. So, Leute, ich habe mein Versprechen wahrgemacht. Stonecutter, Steinsäge, da ist sie. So, und was wolltest du noch haben? Schleifstein? Ja. Huch. Bin ich gerade an Schutz suchen. Wird mir aber gerade nicht vorgeschlagen. Nee, mir komischerweise auch nicht. Vielleicht wird er aus Kabel gemacht? Schleifstein, was könnte das sein? Ich weiß es auch nicht. Also den brauche ich ja wahrscheinlich auch noch. Nur da muss ich dann tatsächlich mal gucken, wie man den macht. Das weiß ich jetzt gerade nicht. So, Leute, und das Zweite, was ich baue, das ist mir auch schon klar. Ich baue mir jetzt nämlich erstmal Leitern, wobei die Leitern, die habe ich, glaube ich, sogar schon. Weil wir können Leitern jetzt an Glas ranmachen. Und endlich kommen wir in unsere Butze rein. Das ging ja vorher nicht. Oh, dann verlege ich erstmal den Boden. Mach dann mal. Och, ist das schön. Jetzt können wir hier richtig schön loslegen. Ich freue mich voll. Oh, ist das herrlich. So, komm, wo sind wir? So, Granit. Hier. Ja, hier so. Oh, ist das toll. Wir haben die 1.16. Ich freue mich so. Ich freue mich riesig. Du, pass auf, jetzt können wir gleich ganz tolle Sachen machen. Jetzt lache ich mich tot, wenn das nicht geht. So. Also, jetzt können wir das hier nicht wegnehmen. Ja, es geht. Leitern an Glas ranbappen. Juhu. Herrlich. Zack. Da freut sich jemand. Ja, ich freue mich gerade richtig. Guck mal, jetzt können wir hier auch rein und raus. Jetzt können wir hier den Zaubertisch hier reinballern. Kommt man immer rein und raus, weil ich will den ja öffentlich machen. Den Zaubertisch, dass da jeder ran kann. Kann man das so?
Was? einfach machen. Ja, also ich glaube, das müsste klappen. Also wenn man da Rechte vergibt oder so, sollte das klappen. Hier, Kampfkriegs kriegt er hier auch noch da die Rechte. Da, wenn das hier fertig ist, hier die Butze, dann, ich glaube, sein Pferd steht sogar schon drin. Ah ne, Pferd hat er wieder mitgenommen. Also hier ist das Parkplatz für sein Pferd. Den Jolly Jumper. Warte, ich komme gleich. Der ist im Stall. So, wo wollen wir den Stonecutter? Wo wollen wir den denn da hinballern hier? Ich glaube, den stelle ich jetzt erstmal auf die Wiese hier rauf. So. Hier mal ein Stückchen Dörte hier. So, papp. Und kommt das Ding da rauf? Okay, ich habe mich verbaut. Das ging nicht, aber ist ja auch egal. Yes. Geil. Oh, das ist so schön. Ich kann ihn benutzen. Na, siehst du, meine ich doch, müsste gehen. So, und jetzt ist die Frage, die ich da hatte, was für Materialien ich da ranballer. Und ich glaube, ich habe mich für den Andesit entschieden, polierte Andesitstufen. Und das sieht so cool aus und das mache ich jetzt sofort. Dann können wir endlich die Häuser hier fertig bauen. Ist das schön? Ja, Freunde, und natürlich müssen wir noch was anderes machen. Stimmt, das ist mir eben erst eingefallen. Wir brauchen ja noch Säulen, weil wir müssen ja unsere Köpfe, die wir gewonnen haben, das habe ich euch ja versprochen, dass wir die platzieren. Die Deko-Köpfe. Das machen wir jetzt. Hast du eigentlich schon irgendwoher den ersten Advent, die Kerze? Nee, aber ich habe mal nachgefragt, wieso ich die nicht bekommen habe, weil wir haben darauf gedrückt, also ich zumindest habe drauf gedrückt und da kam nichts. Und am nächsten Tag war der Knopf weg. Und in der Adventszeit war da auch nicht. Und ich habe das per Nachricht, so wie Remissions mir gesagt hat, auch nichts bekommen. Also, keine Ahnung, ich habe da mal gefragt, was da los ist. Also, das haben aber einige das Problem, glaube ich. Und schon eine Antwort bekommen? Nein. Aha. Bis jetzt noch nicht, leider. Aber wird kommen. Entweder zu viele Anfragen. Das kann durchaus sein. So, dann machen wir mal hier hin. Oh, langsam wird es enge hier. So, mache ich mal da noch einen hin. So, dann hole ich mal die Köpfe. Sonst gebe ich dir meinen als Verleih. Ja. Du hast ihn, die grünen. Ja, den ersten. Du hast den Ja. ersten. Achso, den zweiten hast du nicht, oder wie? Den habe ich Ach auch. ja, ist er auch. Den müsste ich auch haben, die zweite. Deswegen gehe ich ja auch davon aus, dass du den nicht brauchst. Ja, richtig. Hä? So. Selber kurz gucken hier. Wie war das jetzt nochmal gewesen beim Halloween-Event? Als erstes gab es, glaube ich, das Enderauge, ne? Als zweites, was? Glaub Da schon. gab es diesen Sensenmann und als dritten gab es diesen Goldschädel. Den Gold. und den Ja. vierten Kopf gab es, glaube ich, nicht, ne? Da gab es ein komisches Pferd. Nee. Alles Gab's klar. ein Pferd. Naja, gut, dann machen wir das so. Haben wir noch ein Schild hier? Ich baue noch ein Wirst das Schild. der ja auch bekommen haben, oder? Das habe ich, glaube ich, bekommen. Das habe ich schon weggeräumt. Aber das müsste ich bekommen haben. Boah, Leute, wir können jetzt sogar Also farbige noch Schilder nicht machen. Das geht gekommen. auch. Farbige Schilder. Ja. Das geht jetzt auch. Das können wir auch machen. So, Also dann. gespawnt hast du es noch nicht. Nee, nee, da muss ich mir erstmal einen Stall bauen. Also. So. So. Ach, guck mal, dann brauche ich ja nur drei. So. Dann können wir den hier wieder wegnehmen. Und da baller ich mir mal ein Schild dahin. Boah, farbige Schilder, ja, das geht jetzt auch. Wie hab ich das jetzt hier genannt? Halloween Event 2019. Dann machen wir das auch so. Aber ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil beim Bauevent gab es doch auch irgendwas 2020. Was war denn da eigentlich? Da war dieser Cthulhu-Kopf, ne? Der Cthulhu-Kopf Genau. und Event-Schatztruhe gab's. Das müssen wir auch gleich mal hier noch hin platzieren. So, Halloween Event 2020. Dann brauche ich hier dann doch noch eine Säule
Und das ist Halloween-Bau-Event, kommt da jetzt hin. Event 2020. Mein Gott, nee, das liegt schon wieder. Im Oktober war das gewesen. Glaub ich. Überleg mal, wie lange da schon wieder Zeit dazwischen ist. Und ich bin jetzt erst dabei, dieser. Ich hänge hier ein bisschen hinterher, ja. So. Jetzt muss ich direkt mal gucken, wo ist der denn, der Kopf? Wie sieht denn der nochmal aus? Ich habe hier so viele komische Sachen hier drin. Viktorianische Vase, Geist, nee, Gespenst, Gehirn, Toilettenpapierrolle. WTF, Alter, wo habe ich denn den Kopf? Ich nehme den Rest mal hier mal mit hier, was wir da haben hier. Also das ist die Klorolle, nehme ich mit, das nehme ich mit, das nehme ich mit, das nehme ich mit, das nehme ich mit. Und Schneemann, den Schneemann gab es in der Adventwelt, ne? Ja. Okay, also Adventswelt ist noch offen, das lasse ich erstmal hier drin. So, jetzt gehen wir mal hoch wieder. Ist ja aufregend. Und die vier Flügel sind fertig. Hast du fertig? Ich habe den übrigens gefunden, der Cthulhu-Kopf, der ist hier schon. Halloween Bau-Event 2020, den hatte ich schon gehabt. Aber ich finde den ehrlich gesagt cooler, wenn man den hier daneben hinsetzen würde. Warte mal, kommst du hier vorbei? So. Ja, aber ich würde das cooler finden, wenn ich den hier so vielleicht hinballern tue. Und hier würde ich dann so vielleicht die Toilettenpapierrolle hinmachen 2020. Mhm. Ne, ist auch eine Idee. Also, dass wir das diesjährige, die beiden Halloween-Events, sage ich mal, zusammenpackst. Genau. Ja. So, den baller ich jetzt da mal hin. Genau, dann passt das. So. Und dann würde ich hier, dann nehme ich das Schild hier weg und dann mache ich da einfach so eine Toilettenpapierrolle hin. Die passt ja. Weil die wollte ich unbedingt da auch noch mit hinballern. Hier fehlt ein Block. Da fehlt ein Block? Ja, habe ich dir gerade zugeworfen. Ach, weiß aber, wieso? Ach, den habe ich abgebaut, das kann sein. So, Toilettenpapier. So, und das nenne ich jetzt einfach mal Corona Reserve. Das ist geil. Corona. Ich nenne es mal nicht so verrückt. Also ich mache mal so Corona 2020. Mach da erstmal voll nochmal ein Smiley hinter. Also ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist, wenn er Toilettenpapier sieht und das Wort Corona 2020 hört. Also in Erinnerung, für diese Pandemie muss man die Toilettenpapierrolle einfach mal da reinballern. Ey. Das ist schon cool irgendwie. So, weiter geht's. Was haben wir jetzt hier noch Schönes? Jetzt haben wir hier noch einmal ein Gehirn und ein Gespenst, eine viktorianische Vase, da weiß ich gar nicht, wo die hingehört, und ein mystischer Orb. Wo kam der denn jetzt her? Ein mystischer Orb? Ja, was habe ich denn da wieder mitgemacht? Keine Ahnung. So, also hier mache ich jetzt erstmal nochmal. Gute Frage. So, das nennen wir jetzt einfach nur Halloween. Ich glaube, der Orb, der kam da auch her, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Die Frage ist nur, woher? Ich weiß es auch nicht so genau. Aber ich glaube, das war auch auf wie Halloween. Halloween. So, machen wir es mal so. Pass auf, dann setze ich hier einfach nochmal eine Säule hin. Und dann mache ich den Orb da noch mit hin. So, weil der war auch, ich glaube, der war, kann es sein, dass ich, also der sieht auf jeden Fall cool aus. Das ist bestimmt auch so Halloween oder irgendwie sowas muss das sein. So, und jetzt haben wir noch übrig eine viktorianische Vase. Ja, da weiß ich jetzt überhaupt nicht, wohin damit. Also, das ich schätze mal, die kam vielleicht hier aus Schatztruhe, ne? Ja. Ja, das glaube ich auch. Ziemlich glaube ich, habe auch eine. Ja, dann baller ich die jetzt einfach mal hier so mit noch auf. So. Die stelle ich so schräg hin. Ich bin hier voll der Kopfsammler. Headhunter. Ja, aber wirklich, du. So. Viktorianische. Wie ist das klein geschrieben? Aber viktorianisch wird doch eigentlich mit C geschrieben, oder?
Ich weiß es nicht. Du wirst da eigentlich. Ah, kann auch, nee, kannst du auch mit K schreiben. Von Victoria. Ja, von Victoria kannst du eigentlich auch theoretisch mit K schreiben. Geht auch. Viktorianisch. Na, ist ja egal, man weiß ja, was es ist. So. Gut. Dann haben wir alles platziert, Freunde. Waren wir fleißig. Jetzt hole ich mir Andesit. Ihr kennt es hier schon wieder durch. Jetzt ballere ich erstmal alles da rein. Hui. Ist die Farmwelt jetzt eigentlich auch schon auf 1.16 oder ist das jetzt nur die Hauptwelt? Was vorhin drin? Ja, der Spawn ist, glaube ich, neu. Mhm. Ich glaube, der wurde neu gemacht. Ja, wurde auch Zeit, dass wir mal ein bisschen Unlimited World machen, weil ich habe jetzt wirklich geschlafen. Dadurch, dass ich jetzt die ganze Zeit am Stream bin mit diesem Polar-Projekt, dann jetzt hier bei Nitrado, Winter-Event, dann diese Jump-and-Run-Geschichte. Ich komme ja gar nicht hinterher. Hier auf Unlimited World ist ja auch noch so ein Jump-and-Run-Event. Ja, ja. Da bin ich auch noch nicht mal hochgekommen auf dem Helikopter. Dann bin ich ja schon weiter. Ich war schon in der Welt. Du warst auch schon in der Welt? Okay. Aber nur kurz, für ein paar Sekunden. Weil ich da noch irgendwas anderes, weil ich noch irgendwas anderes vorhatte. Ah ja, ich war ja im Stream. War ich an dem Tag? Und ich glaube, ich habe etwas zu wenig Theorie. Fällt mir gerade auf. Ja, ich habe gut gesammelt hier die ganze Zeit. Ich habe nur auf diesen Tag gewartet, bis Unlimited World endlich jetzt hier mal das Ganze hier updaten tut, dass wir hier endlich mal hier die Sachen hier befestigen können. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie lange das jetzt dauern wird, wenn dann die 1.17 im Juni kommt. Weil dann geht's, ich glaube, dann stehen die schon wieder vor neuen Herausforderungen, weil dann geht's ja dann richtig los, ne? Mit Archäologie, neue Höhlen, neue Mobs und so, ne? Also ich glaube, dann haben die erneut Schwierigkeiten. Also. Kann sein. Ich glaube, das wird denen auch wieder das Genick brechen. Oder die sagen, nee, jetzt haben wir so dieses Grundfundament fertig. Ich weiß ja nicht, wie gesagt, ich kenne mich damit null aus, mit dieser Programmierung, wie man das da macht, ne? Aber also ich kann mir das so durchaus vorstellen, weil so mit dieser Archäologie da, das ist schon heftig. Und neue Höhlen, also das soll bestimmt auch einiges neu einzustellen, die ganzen Sachen zu übernehmen. Die Frage ist ja auch, wie gut der Server es verkraftet. Ja, eben. Sind ja, wenn ich mich nicht täusche, sind das ja alles eigene Plugins, oder? Ich glaube schon. Also die, also ich glaube, Fremdplugins benutzen sie, glaube ich, kaum. Deswegen ja. So, was werden sie drauf haben? Ich denke, die Standards werden sie drauf haben. World Edit Essentials, Permissions, die ganzen Geschichten, die werden sie schon drauf haben. Und dann wird halt auch sehr viel, ja, eigenes, denke ich mal, drauf sein. Ja. Ich denke mal, ein großer Server, so wie Unlimited World oder andere, können sich auch erlauben, eigene Plugins zu machen. Ja, das stimmt. Das denke ich auch. Also ich meine, das Einzige, was ich nicht ganz so verstehe, ist das mit der Performance. Weil, wie gesagt, ich bin jetzt bei Nitrado, bei dem Event. Da sind 1.500 Leute online. Und also ich weiß jetzt, glaube ich, auch am ersten Tag waren richtig viele da. Also wie gesagt, also die haben freigeschaltet bis 1.500. Und das hat da nicht ein einziges Mal geleckt oder so, ne? Also du musstest zwar in so einer Warteschleife wohl bei manchen Sachen warten. Da gab es zum Beispiel diesen einen Flug.
diese Fly-Geschichte, sodass man dann sich so wie der Trailer aufgebaut ist durch diese Weihnachtswälder. Und da musste man warten, weil das hat wohl irgendwie, da waren 234 Spieler vor mir noch, also es hat fast eine Stunde gedauert, bis ich da diesen Flug dann unternehmen konnte. Aber ansonsten diese ganzen Sachen, Jump-and-Run-Area und so, die Minigames, ja, diese ganze Geschichte mit Kekse suchen. Und das ist ja viel größer, sage ich mal, als jetzt hier bei uns die Halloween-Map gewesen. Ne? Also ist ja richtig groß. Ich weiß ja nicht, ob du den Stream gesehen hast von mir. Nee. Also das war richtig riesig, ja. Und da hat nichts geleckt oder so. Ich habe jetzt auch keinen neuen PC. Deswegen, also so ganz verstehe ich es nicht mit dieser Performance, warum das hier so eine Probleme bereitet. Also ich finde eigentlich nur am Spawn leckt es hier. Finde ich. Also da ist manchmal ein bisschen katastrophal, weil ich denke, da wird viel geladen am Spawn hier. Und deswegen ist das da manchmal, dass es ruckeln tut. Na, ich schätze mal, Unlimited wird versucht, auch an den schlechten Rechner, der hier in der großen Zahl vertreten ist, ja, zu denken, denke ich das mal. Das glaube ich auch, dass die da so einen Durchschnittswert vielleicht errechnen. Oder halt sich an den, vielleicht auch an einen, sag ich mal, Standard 4 GB Rechner orientieren. Ja. Ziemlich für den Bruder, für den Computer von meinem Bruder war es schon etwas hart, der Umsprung. Wobei ich finde, das läuft hier noch stabiler als die 1.14. Ich finde, die 1.14 war am krassesten. Mhm. Also die hatte richtig geleckt, ey. Das war, gab ja wirklich richtig so Chunk-Ladefehler, ja. Boah, sieht das geil aus. Sieht das geil aus jetzt hier. Mit dem Andesit, mit dem polierten. Wow. Das sieht viel, viel... Ja, auf jeden Fall. Und da wirst du auch gleich so den Unterschied sehen. Ja, wie das jetzt mit diesen Fensterbrettern aussieht. Ey, das ist ja richtig krass. Oh, ich habe da so geile Ideen. Oh. Und es geht eigentlich, das verbraucht sich gar nicht so viel. Mhm. Ja, das reicht ja locker hier. Cool. Ja, das machen wir auf der Seite hier auch, würde ich sagen. So, machen wir das hier genauso. Mhm. Das sieht doch besser aus, oder? Ja. Als, guck mal, auf der anderen Seite, da siehst du ja, wie blank das ist. So richtig so wie abgeschnitten, so einfach nur so ein Klotz. Und guck mal, hier ist ein bisschen Tiefenkontrast jetzt drin. Ich finde, das sieht viel schöner aus. Sieht's auch, ne? Deswegen, also ich ziehe das jetzt voll hoch, ey. Das wollte ich eigentlich in einer anderen Folge machen, aber ich bin so geil jetzt drauf auf die 1.16. Ich glaube, ich renne da die Folge und lade die gleich am Sonntag hoch. Meinst du, man kommt man irgendwie an Spielerköpfe? An Spielerköpfe? Also ganz früher wusste ich mal, wie das geht, aber ich weiß es jetzt echt nicht. Ich glaube, du brauchst dafür mal einen Command-Block, oder? Okay. Das wird dann, glaube ich, hier schwierig. Also ich weiß es nicht genau, wie das funktionieren soll. Na gut, ich hätte mir vorstellen können, vielleicht durch Server-Team. Achso, dass man dann mal nachfragt, ob sowas möglich ist? Ja. Ziemlich braucht ja noch eine Gegenseite zu den Wizard in der Kirche. Das stimmt. Auf der einen Seite soll der Wizard sein und auf der anderen Seite irgendwas Helles. Vielleicht auch Wizard-ähnliches, bloß in Weiß. Mhm. Habe ich mir gedacht. Den Wizard selbst baue ich aus, denke ich mal, aus Obsidian. Oh ja, das könnte gut aussehen. Oder gemischt. Schwarzer Beton und Obsidian. Dass du so ein bisschen Schattierung reinbekommst. Mhm. Wäre auch eine Idee. Okay. Weil es ist auch dunkel, ne? Mhm. Oh, ist das schön. Ja. Ja, müssen wir gucken. Also ich bin jetzt erstmal wirklich voll in diesem Stream. Du streamst noch auf YouTube, ne? Ja. Ja, ich bin jetzt irgendwie voll auf Twitch. Ich weiß auch nicht, warum.
Vermutlich, weil es da einfach mehr Aufrufe gibt. Ich weiß nicht, hast du es mitbekommen? Ich habe dann 89 Aufrufe gehabt. Ich so, what the fuck? Das hast du in 3 Jahren YouTube nicht mal gehabt. Ich so, das gibt's ja gar nicht. Und das bei 25 Followern, das ist natürlich schon krass. 89? Ja. Aufrufe. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Also das ist voll komisch, weil guck mal, Twitch mache ich jetzt insgesamt seit 3 Wochen intensiv. So. YouTube mache ich ja schon seit 2014 habe ich angefangen mit Minecraft. Eigentlich von da an sofort Let's Plays gemacht und Minecraft gezockt und irgendwas über 200 Abonnenten. Ich weiß nicht mal, wie viele Abonnenten ich habe, aber da komme ich niemals auf so eine Aufrufzahlen. Deswegen bin ich vielleicht auch so angefixt, weil ich sage, boah, Twitch ist aber schon geil. Ne, dann kannst du auch gleich mit den Zuschauern da zusammen was machen. Also, und jetzt bin ich halt am Überlegen, so, wenn ich jetzt so, ja, das Grobe so fertig habe mit meiner Polarbase, mit diesem Let's Build-Projekt auf Twitch, dann habe ich überlegt, werde ich auch Unlimited World da streamen. Aha. Ja, also, da werde ich so eine kleine Bonusfolge so rauskloppen, immer mal so schön streamen, so 1-2 Stunden, wo man auch so ein bisschen hier rumdaddeln tut, so. Ja, vielleicht da unten den Keller ausheben, also irgendwas Langweiliges oder so. Dann einfach nur die Leute zuquatschen, weißt du? So richtig so gechillt und unterhalten, Späßchen machen. Ja, ein bisschen Bierchen trinken zusammen oder so. Apropos Bierchen, was macht denn dein Kalender, sag mal? Hast du heute schon getrunken? Nein. Oh. Heute noch nicht. Oh je. Aber hast du aufgeholt? Ich freue mich halt vor allem auf das Kirschbier. Das war gestern. Ja. Lambic. Ja. Die Flasche sah geil aus. Aber das Bier ist eher sowas für Ladies. Ne? Das ist so, ich dachte auch so, okay. Sehr fruchtig. Ah, könnte dir gefallen. Ah. Ah, ich habe hier gerade ein Hefeweißbier zu stehen. Ein leckeres. Na, ich habe hier eine Dose Booster stehen. Oh, ein Booster. Energy Drink. Habe ich auch noch 2 im Kühlschrank. Mhm. Der letzte hat mir nicht geschmeckt. Das war, welcher war denn das? Das war, ich glaube, Rockstar Gold. Den mochte ich nicht so. Rockstar Gold? Sagt mir gerade nichts. Also den fand ich nicht so gut. Ich glaube, Classics oder so hieß der auch. Krass. Muss sagen, mein Lieblings-Energy ist der von Rockstar, der Original. Jetzt stehen hier Pflanzen vor. Was mache ich denn jetzt? Wie Pflanzen? Hier stehen Pflanzen vor, genau da, wo ich mein Fensterbrett setzen möchte. Schneid sie weg. Ja, ich glaube, mir bleibt gar nichts anderes übrig. Mäse nieder. Habe ich jetzt gerade gemacht, also dann brauchen die einen anderen Platz. Muss ich mal gucken, wo ich mein hohes Gras dann platziere. So geht's. Die Botanik und jetzt hier hoch wieder. Okay. So ein bisschen. Und den hellen Wisser, sage ich mal dazu, den mache ich dann, denke ich mal, aus Diorit. Würde sich anbieten, ne? Diorit und weißer Beton für die Schattierung, ja. Könnte man machen. Also willst du es so ein bisschen thematisch aufgreifen wie bei Tekken früher? Bei Tekken war das doch immer so, da gab es auch einmal Devil und Angel. die Polaritäten, wisst ihr? Aber... Das geht hier gut voran. Also das geht ja schneller, als ich dachte. Ich hätte jetzt gedacht, so, na Mensch, ja, das wird jetzt wieder hier so eine Akt hier von 5-6 Folgen. Aber das geht hier ja doch recht zügig, muss ich sagen. Woran liegt das? Bestimmt an der 1.16, da ist mehr Dynamik drin. Ich bin nochmal gespannt, was XX alles da drüben baut. Da freue ich mich auch schon drauf. Das wird bestimmt cool.
Das ist mir voll peinlich, hast du es mitbekommen? In der Let's Show-Folge, die ich aufgenommen hatte von Chaos Friends? Nee. Nee? Pass auf, das war voll peinlich. Ich bin schon wieder voll ins Fettnäpfchen getreten. Achso, da wurde in Lava gefallen. Das war ja bei der Polarbase. Also. Pass auf, das war so geil. Ich habe Let's Show aufgenommen, Chaos Friends. Und ich baue doch zurzeit auch so in der Cold Tiger. Und ich bin dann so vom Spawn so zu meiner Butze gelaufen, wie ich immer so bin, in der Aufnahme, Quatsch über dies und jenes. Und auf einmal sehe ich da so einen Glasturm. Da meine ich, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wer hat sich denn da jetzt hier meine Region gebaut? Und ich so eine Scheiße, hier steht hier so ein Kackstift. Dann habe ich gesagt, ich gucke mir das mal genauer an, steht ein Schild. Raw Missions. Also, das gebaut hat so die Nachbarin. XX Isles, nicht so, alles klar. Mhm. Das war voll unangenehm, dass ich erst rumgemeckert habe, weil so war das gar nicht gemeint. Ich war das eigentlich nur als Spaß. So, weißt du, wer kommt jetzt hier in meine Nachbarschaft rein und blockiert mir hier alles? Mit so einem hohen Turm, weil die hat da, glaube ich, Villager oben da platziert. Mhm. Und ich wieder voll ins Fettnäpfchen getreten, ey. War wieder verrückt. Oh, geil. Ich glaub, die Folge kommt aber noch raus. Ich weiß gar nicht, ob die schon online ist. Ich habe vorhin eine hochgeladen, aber. Und ich habe auch schon ein Symbol für die Kirche. Na? Im Grunde ein Kreuz, aber mit zwei Strichen. Ein Kreuz mit zwei Strichen? Mit zwei Querbalken. Ah, wie so ein Anker. Oh, fast. Oh, jetzt habe ich mich zu hoch gebaut. Hä? Habe ich nie gemacht. Das sieht ja merkwürdig aus. Also das muss ich mir von oben angucken, was ich da gebaut habe. Was ist das denn? Wieso ist da so eine Kante drin? Hä? Merkwürdig. Ich muss mal aufs Dach gehen mal irgendwann die Tage. Mal gucken, was ich da oben vollbracht habe. Also voll gebaut habe. Sieht ja komisch aus. Irgendwie ist meine Schaufel weg. Ich hatte hier mal irgendwann mal eine Schaufel drin. Wo ist überhaupt meine Rüstung? Ich bin hier kein. Irgendwie fühle ich mich ja gerade so wie erste Stunde Minecraft oder so. Noch kein Equipment, gar nichts. Nacht durchgemacht. Ja, das habe ich in letzter Zeit häufiger. Was auf irgendeine Party hier auf Unlimited wird und hat man dich abgezogen etwa oder was? Meinst du, Watercave Craft, da lag biertrunkend in irgendeiner Ecke hier auf Unlimited World im Graben und dann haben sie mich abgezogen? Ja, wer weiß. Ja, möglich. Ja. Aber das ist mir auch im RL noch nie passiert. Also so nach Hause gekommen bin ich immer irgendwie. Und mit vollständiger Klamotten und so. Ich auch. Die gab zwar schon so Momente, ne, da wo man so sagen könnte, oh, das war schon wirklich hart an der Grenze. So, ne? Aber insgesamt so hält sich das noch im Rahmen. Zum Glück. So, hier ist es abgebrochen jetzt. Ich lasse das jetzt so. Hier ist dann irgendwie kaputt. Deswegen mich den Block da nicht wegnehmen. Mal ein bisschen Abwechslung auch reinbringen, genau. So, jetzt hier hoch. Den weg. Wir treffen uns heute ja noch ein zweites Mal, ne? Adventskalender, ja, Türchen 8. Ja, Adventskalender. Alles klar. Na, da habe ich sogar die Koordinaten aufgeschrieben. Das war auch gestern wieder voll lustig, weil ich habe euch auch gefragt bei WhatsApp, ob einer schon die 8 gefunden hat. Und das stand direkt davor. Ich so, weißt du, so die 9, die 10, die 11, alles so gefunden. Und dann gucke ich, ja, wo ist denn die 8? Und dann stehe ich wirklich direkt davor, so mit dem Rücken. Ne? Ich drehe mich um und sehe so, ach, die Scheune. Und das habe ich mir sofort die Koordinaten notiert. Nicht, dass ich dann wieder suchen muss. Ich war da die letzten Male so oft,
dass ich es sofort wusste. Okay, also die steht ein bisschen abseits so. Ja. Deswegen hatte ich die nicht sofort gefunden. Und ganz hinten die Hütte, die ist komplett abseits. Also da ist jetzt noch nicht mal mehr eine Zahl. Die haben sie dieses Jahr irgendwie deaktiviert. Und du kriegst auch keinen Schaden mehr, wenn du irgendwo runterfällst oder so. Ist vielleicht auch nicht. Also irgendwie kommt mir das so vor, wie ob Unlimited World immer einfacher wird. Also so, wie ob sich da wirklich irgendwelche so beschwert haben, dass es das alles so schwer ist, dass man stirbt oder so. Ich warte jetzt nur auf den Tag, wo du irgendwann jetzt hier Creative kaufen kannst oder so, weißt du, weil irgendwelche Leute keinen Bock haben zu bauen oder so. Ich schätze mal, das wird eher weniger passieren bei Unlimited World. Ja, man weiß es nicht. Also, die stecken auch ein bisschen voller Überraschungen. Also, wenn man da so sieht, so was sie Aber ich so. schätze mal eher nicht. Ja, ist unwahrscheinlich. Also, jetzt kann ich es mir auch nicht vorstellen, aber wer weiß. Also, die sind schon Aber gut, in manchmal. ferner Zukunft. Genau, deswegen. Also, ich weiß ja nicht, nach welchen Kriterien die gehen, aber dadurch, dass die hier Vanilla-Version schon ziemlich stark eingrenzen, indem sie hier Wirtschaft erzwingen wollen und so. Da kann ich mir das schon vorstellen, dass die hier durchaus auch noch auf andere Ideen kommen, also früher oder später. Zwar immer häppchenweise, ne, so Salami-Taktik. Immer so Stück für Stück, dass halt nicht so groß auffällt und dann wird dann das schöne Vanilla-Minecraft-Survival, weiß ich nicht, so durchnässt, aufgeweicht. So. Nee, keine Ahnung. Also, Spaß. ich habe bisher noch nie bemerkt, dass, sag ich mal, hier in Wirtschaft aufzwingen wollen. Doch, also ich finde schon. Also ich krieg's halt mit im Chat. Ich lese es halt. Wenn ich hier so für mich so rumspiele und ich sehe so im Chat, dann merkt man schon, da kommen immer die Fragen so, was ist denn hier mit der Harpune oder mit dem Dreizacken und was ist denn da mit Mending-Bücher und so Verzauberungsreparatur. Also du kriegst das schon mit. Ja, dass dann so schon einige im Chat immer nachfragen und dann siehst du halt so, okay, das sind da Sachen, die im Vanilla Minecraft funktionieren und die funktionieren hier halt nicht. Ja, also da wird schon irgendwie versucht, ja, wirtschaftlich hier irgendwie was zu erzwingen halt, ne? Also man lässt es nicht auf Vanilla. Aber wie gesagt, ich habe mich dazu auch schon mal im Forum ausführlich geäußert, dass ich das ein bisschen bedenklich finde, weil, ja, Survival sollte schon Survival bleiben. Aber ist ja auch egal. Uns betrifft es nicht. Und damit. Wir sind Schnubbe. So, was haben wir? Sieht geil aus. Och, ist das schön, Leute. Ich freue mich so. So, wir sind sogar fertig. Gucken wir mal, alles hier in der Zeit hinbekommen. Es ging ja wirklich schnell jetzt. 40 Minuten halt gebraucht insgesamt. So, mal sehen, was der Pinecrafter baut. Das steht da an der Ecke. Ich schreibe gerade. Ach, du schreibst gerade. Ja, mit Eidechse. Eidechse 13. Ja. Ah, er hat mich auch schon öfters mal angeschrieben. Das ist ja, glaube ich, auch in meiner Freundesliste drin. Ui. Oh, das sieht aber auch edel aus hier. Mit dem Dioritboden. Schön. Ja, interessant. Sandsteinkirche. Passt. Auch hier die Fenster so kreuzmäßig. Finde ich gut. Und dann in den Flügeln siehst du das Symbol der Kirche. Alles klar. Oh ja, das könnte klappen. Sieht bestimmt gut aus. Das ist schön symmetrisch hier auch. Hier ist ja schon so ein bisschen Kreuze. Guck mal. Ist ja mit Querverstrebung. Geil. Schön. Da freue ich mich. So, und jetzt gehe ich mal die Rückseite da angucken von dem komischen Gebäude hier. Vielleicht brauche ich da auch noch mal ein bisschen. Aber da muss ich mir neue machen. Die haben genau ausgereicht, bis auf einen einzigen. Habe Aha. ich also, aber es ist zufällig. Also ich habe da jetzt nichts errechnet oder so. Ist rein zufällig geschehen, dass ich genauso viel jetzt im Inventar hatte, wie ich gebraucht habe. Also einen hast du noch Einen übrig. habe ich übrig. Sparen. Auf eine Bank anlegen. Vielleicht hast du irgendwann mehr davon.
Durch Zinsen. WTF, da ist einfach nur eine weiße Wand. Ja. Was ist denn da passiert? Das sind gar keine Fenster. Was soll ich denn da machen? Hast du eine Idee? Einfach nur eine weiße Wand? Ist ja auch doof, oder? Nur eine weiße Wand ist doof. Also dann würde ich ja fast überlegen, ob man das Ganze hier wirklich so zubaut. Aber ich glaube, das ist gar nicht mehr meine Zone hier. Nee, ist gar nicht meine Zone. Wen gehört die? Ich habe gerade gar nicht gelesen. Das hier Niemandsland. Direkt dahinter ist Niemandsland. Das ist alles Niemandsland hier. Ja, siehst du? Hier, doch hier ist was. Andronic, was? Xandronic oder so. Wer ist denn das? Der da vielleicht. Der ist bis hier oben. Anscheinend. Hier, bis zu dem Block hier. Naja, dann könnte rein theoretisch das Team von Unlimited World, die könnten hier so einen schönen Viererstamm hinstellen von einer Fichte, also viermal hier platziert. Dann wächst das da hoch und dann sieht man die weiße Wand nicht mehr. Oder ich müsste Fenster reinsetzen. Aber ich glaube, ich kann hier auch wahrscheinlich gar nichts mehr bauen, ne? Oh, nee, kann ich nicht. Ich kann hier nichts mehr rein. Also das geht gar nicht, weil ich kann hier gar nichts mehr bauen. Ich könnte die Dinger hier gar nicht mehr ranbauen, hier die Slabs. Guck mal, das geht gar nicht. Nö, dann müssen sie hier, pass auf, das ist doch ganz einfach. Dann werde ich hier ein Ticket machen und dann sollen die mir, warte mal, wenn ich hier ein Ticket mache, den Block hier wegnehmen. Den Block wegnehmen, genau, und dann sollen sie hier einen Baum pflanzen. Eine Fichte, eine Mega-Fichte. Und die wächst ja bis nach oben. So, und das gleiche machen sie hier auch nochmal. Hier ist ja frei, genau. Da machen die einfach nur, da brauchen sie ja nur, die kann ich hier sogar dem Team geben hier. Und dann ist fertig. Ne? Guck mal, dann einmal hier und hier und hier und dann eine Mega-Fichte dahin, wo dann sieht man das Weiße nicht mehr. Also wird das durch zuwachsen lassen. Ja, genau, dann ist das zugewachsen, weil ich denke mal, hier wird eh keiner bauen. Guck mal, was soll man mit diesem Streifen hier anfangen? Da wird doch keiner mehr bauen wollen. Das ist ja viel, viel einfacher für das Team, denke ich. Vielleicht wäre ja noch erweitern, der... Wie heißt er? Xandrix? Xandronic. Keine Ahnung, aber ich glaube, den Streifen, den braucht er hier nicht mehr. Guck mal, wie viele Blöcke sind denn das hier? Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 6 Blöcke erweitern, ich glaube wohl kaum. Vielleicht einige ich mich auch mit dem, keine Ahnung. Mal gucken. Aber ist erstmal nicht so wichtig. Gut, dann sind wir fertig. Schon mit der Aufnahme? Nein, mit dem Gebäude. Also. Aufnahme haben wir jetzt 43 Minuten. 43? Ja, machen wir eine Stunde draus, okay. Dann ist so eine schöne Sonntagsfolge fertig, ne? Genau. Vom Zeitplan her passt es. Wenn wir dann nachher noch Adventskalender machen wollen, sollte das passen. Ja. So, oh, Bruchstein, da haben wir... Guck mal, Dave hat auch eine weiße Wand. Ja. Hat Marco eigentlich schon was gebaut, oder... Marco, wo ist er nochmal? Der ist sein Nachbar, der ist hier hinter Dave. Ja, der hat da Fackeln hingestellt. Oder was tut es? Da. Ich. Nee, das ist Dave. Dave. Wo ist er denn? War ja zwischendurch hier wieder drauf. Haben sie den jetzt enteignet oder was? Echt? Ist nicht wahr. Wenn man als neuer Spieler, glaube ich, hier drauf ist, hat man zuerst nur 30 Tage, glaube ich. Ach so, deswegen, den haben sie enteignet, krass. Oh, da muss er sich, ja gut, ist ja noch frei hier. Da muss er sich wieder, ne, hier ist Dave, also da hinten, da müsste er sich wieder neu einloggen. Na, da hat er jetzt aber, da hat er geschlafen. Ja. Da hat er gepennt. Da haben wir wieder einen Nachbarn verloren, ey. Oh je, na gut, wenn man halt nicht oft drauf ist, kann man ja irgendeinen Spieler die Rechte geben. Rein theoretisch schon, ja, das stimmt. Sollte dem klappen. Man vertraut. Das sollte klappen. So, was hier? Was machen wir denn hier Schönes? Also ich finde, das kann ja alles so ein Design sein. Also da würde ich ja fast vorschlagen. Ich hole mir mal noch ein bisschen Andesit. Oh ja.
Und ich glaube, mit Unterzonen kann man sogar die Rechte dann nochmal auf der Hauptzone, sage ich mal, nochmal eingrenzen, oder? Ich glaube schon. Sollte gehen. Was steht denn da für ein Block rum? Ach, das kann sein, dass ich den mal dahin gesetzt habe. Ich dachte gerade, hä, jetzt hier war eine Enderman und hat hier einfach so einen Block hingestellt. Also es kann sein, dass ich das war. So, dann hole ich mir mal eben. Steine? Steine waren doch hier. Oh. Nee, hier waren Steine. So, da muss ich einmal gucken. So, und dann wollte ich nämlich auch noch mal zum Spawn gehen. Ja, die heben wir mal auf. Und Wottaler, wo habe ich denn die? Ach, da habe ich nur 10. Ist ja gemein. Wieso habe ich diesmal nur 10? Ach da, da sind auch noch welche. Gut, die nehme ich mal mit. Weil ich wollte mir diesen Lebkuchenkopf kaufen. Lebkuchenkopf? Ja. Mhm. Also den fand ich irgendwie ganz cool. Alter, was ist denn hier für eine Versammlung? Ey, hier sind voll viele Leute. Wow. Krass, sind hier viele Leute. So viele Menschen. Ich bin doch Misanthrop. Das verkrafte ich nicht. Misanthrop? Ja. Was war das denn nochmal? das waren so die Personengruppe, die, wie gesagt, so also menschenfeindlich die, eingestellt ist. Aber von ihrem Wesen. Die Neato Menschen nicht mögen. Ja, genau. Oder abscheuen. Richtig, das war doch so diese Urchristengruppe. Mhm. War das die Wesen? Die hatten das. Was habe ich jetzt bekommen? Ich habe Pilzlicht bekommen. 16 Mal Pilzlicht. Seelensand. Potzoll. Und gemeißelte... Ach, guck mal, die haben hier schon Nether-Items reingeballert. Ins System. Grasblock hat er gehabt. Jo, haben wir Pilzlichter. Nee, das gab mal so eine Christengruppe, so also im frühen Christentum, mhm. so ganz früh. Da gab es so verschiedene Sekten. Und da gab es so eine, die waren so richtig misanthropisch unterwegs. Also die haben so die Menschheit so richtig so verachtet, irgendwie für ihr. Aber als Wesen. Also jetzt nicht von der Spezies, ne, vom Organismus, sondern so wegen ihren Wesen. Weil die halt immer so Mist bauen oder so. Mini Alex, verlass mich. Lebkuchenmännchen, da haben wir das. Mein Gott, gibt das hier viel. So, zeig mal. Naja, das nehmen wir mal mit hier. 25. So, einen kriegen wir wieder. So, haben wir uns erstmal ein neues Köpfchen gekauft. So sieht der, glaube ich, aus. Cool. Hi. Habe ich denn noch ein bisschen was davon mit bei? Ja, dann kann ich den da gleich da oben platzieren. Oder ich packe den hier in die Truhe rein. Genau. Okay. So. Ich frag dich mal was. Ja, hau mal raus. Getan. Danke. Ach, da geht's raus. Soll ich dir folgen? Von mir aus. Ja, du wolltest doch mal was fragen. Ach so, das war die Anfrage. Alles klar. War das.
Alles klar, Herr Kommissar. So, so und so. Das ist das geilste Tool. Okay. Der Stonecutter ist einfach das geilste Tool, finde ich. Das ist so cool. Mhm. Jetzt geht das kaputt, der Boden, glaube ich, wenn ich da... Dann muss ich es anders machen. Dann muss ich es so machen hier. Sag mal, gab das nicht in irgendeiner Version auch sowas, was man so viel wie so ein Teil, wie man so einen Aufzug machen konnte hier aus diesen Stöckern? Bambus, das war doch Bambus, ne? Aus Bambus ja, kannst du diese Bambus. Dinger machen, ja. Diese, wie heißen die? Gerüste. Gerüste. Was brauche ich denn dafür? Da brauche ich Bambus und was noch? Bambus und Fäden. Und Fäden. Hm. So. Das Problem wird bestimmt jetzt sein, an Fäden zu kommen. Nee, an Fäden nicht. Die kriegst du ja durch Spinnen, aber an Bambus. Ja. Also wenn du mal Bambus findest, bringst du für mich auch was mit? Ja, natürlich. Also das Bambus wächst ja wie verrückt. Also das kann ich machen, kein Problem. Und noch eine Frage. Würdest du hier deinen Weg zu deinem Weg machen? Kann ich gerne machen. Irgendwie sieht das komisch aus. Soll ich das so lassen, echt? Oder machen wir das hier so? Hier so. Dann würde ich den vielleicht hier wegnehmen. Zeig mal, wie das aussieht. Ich mache jetzt erstmal so. Huch. So, dann haben wir den. Ich glaube, ich nehme den weg hier. Der sieht doof aus. Genau. So, als nächstes, was mache ich denn jetzt? Könnte noch mal eine Etage draufpacken mit 1, 2, 3, 4, 5 Blöcken. Dazwischen noch eine Schicht Fichte stemmen. Fichte ist immer gut. Ja, habe ich mir auch gedacht. Passt, auf jeden Fall ins Biom rein. Wo wir bauen. Ja. Ja, hier oben müssen wir mal gucken, ob wir da noch ein Türmchen bauen. Hier ist erstmal fertig. Mal gucken, wie es ausschaut. Ach toll, runtergefallen. Schon wieder. Oh, das ist ein Segen. Dieses Update ist ein Segen, ey. Man kann endlich die Gebäude fertigstellen. Ist das schön? Ich feiere das. Wenn man das Material dazu hat. Ja, na gut, also das Material, da mache ich mir jetzt erstmal gar nicht so eine Sorgen. Also. Hoho, das wertet das auf jeden Fall gleich auf, du. Das Einzige, was jetzt noch geil wäre, wenn es so die Betondinger auch noch als Stufen geben würde. Das wäre auch noch toll. Ja, das wäre. Also, das wäre noch gut so. Das wäre noch richtig so. Also ich habe ja so gesehen, bei dem, ich weiß nicht, ob du die Folge gesehen hast bei mir, da wo ich den Benambra besucht habe, der dort mit der Sternwarte da in Hamburg, ist jetzt auch nicht so weit weg von hier, den habe ich ja mal dann abgelaufen dorthin, über den Server rüber.
Und da habe ich mir das mal angeguckt. Der hatte da sowas wie SeaWorld gebaut. Und das war ganz interessant. Der hat so Glasblöcke genommen, ne? Also hat die so hingestellt. Glasblöcke hat er so hingestellt. Und dann hat er dann noch so diese, dass sie so wie aussehen, so wie Halbsteine, weißt du? Der hat dann einfach so einen Slab davor gemacht. Und das sah natürlich auch geil aus. Farbiges Glas. Dann sieht es so aus, so wie ob das so Glasstufen sind. Mhm. Das hat er eigentlich ganz geil gemacht, also eigentlich recht simpel. Das habe ich mir auch schon überlegt, so ein bisschen mal was so damit mal zu bauen. Ach, da ist Behutsamkeit drauf. Ah. So. Ja. Irgendwie gefällt mir das Dach da oben noch nicht. Ich glaube, da werde ich noch was mir einfallen lassen. Ja, das reicht nicht. Coole Sache. Boah, jetzt gibt's ja auch blaue Fackeln. Leute, das blaue Fackeln. Ja, nächste Gebäude wird wahrscheinlich, das können wir uns ja mal angucken, was ich bearbeiten möchte. Das wird wahrscheinlich das hier noch sein. Wobei... Ich werde auf jeden Fall bald mal wieder in die Baumfarm. Ziemlich... Ich verwende gerade einiges an Fichte. Fichte. Stämme vor allem. Gut, da ist eine Wand, da brauche ich nichts. Und auf der anderen Seite... Ne, hier. Also man könnte jetzt, nee, das geht leider, das geht nicht, schade. Yeah, okay, gut. Ja, dann habe ich jetzt erstmal überall meine Fensterbretter angebaut. Außer bei unseren Black Unlimited World Tower. Den nenne ich jetzt immer neuerdings Black Unlimited World Tower, weil der so in den Farben ist wie Unlimited World. Ne? Ja, also das so grün-blau. Passt es. War aber mehr Zufall gewesen, tatsächlich. Und hier habe ich ja so vor, dass ich dann immer so hier hinschreibe, so, also das ist ja so eine Bühne, ne? Soll das ja darstellen. Mhm. Ist ja noch nicht fertig, da fehlt ja noch alles. Und da will ich das dann immer so machen, dass ich hier vorne so Schilder ranschreibe über das aktuelle Metal-Album, was ich gerade höre. Ne? Weil ich habe ja öfters mal so ein geiles Black Metal, Atmospheric Black Metal oder Brutal Death Metal Album. Und dann nenne ich immer Band und das Album, was ich gerade höre, das schreibe ich dann immer hier rauf. Und falls es irgendjemand interessiert, wird der Watercavecrafter hört, braucht er nur zu gucken. Da mache ich immer aktuell so aufschreiben, was ich gerade höre. Genau. Warum nicht? Kann man machen. Mhm. So, ich glaube aber, wir sind durch mit unserer Aufnahme. Die Stunde ist um. Sind schon durch? Ja, wir sind jetzt exakt bei 58 mit Intro. Ja, müsste so auf 60 Minuten sein. Ich komme mal zu dir. Baue ich das noch hier zu Ende? Ja, ich komme zu dir noch schnell. Ich sehe dich. Oh, jetzt hier. Cobblestone-Weg. Welchen Weg meintest du? Den hier? Ja. Ja, da werde ich dann später einen Weg machen, klar. Okay, danke. Muss ich noch gucken, wo, in welche Richtung der dann geht. Weil hier kommt ja auch noch ein Gebäude hin. Aber das ist, aber ich mache auf jeden Fall einen Weg, dass es verbunden ist, ganz klar. Wobei, ich mache nur noch den Flügel hier fertig. Ja. Dann komme ich zu dir. Jo, ich stehe hier an deinem Weg. Alles andere mache ich dann nach der Aufnahme. Ja, werde ich am Sonntag dann hochladen. Also ich mache dann wieder wie bisher, weil Sonntag ist ja eigentlich immer Unlimited World Tag. Und da muss ich mal, oder nee, Quatsch, ich muss es Samstag hochladen, weil Sonntag ist auch wieder Advent. Da kommt der Adventskalender bei uns online. Sonntags. Also dann werde ich dann Samstag. Dann lade ich das Samstag hoch.
schaffe ich auch zu rendern. Okay. Dann weiß ich ja Bescheid. Genau. Ah, toll. Ist auch runtergefallen. Ich komme. Hatte plumpse Macht und unten ist er. Da ist er, der Beinecraft. Da bin ich. Ja, Leute, dann würde ich sagen, war es das gewesen mit einer neuen Folge hier auf Unlimited World. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, besucht mich auch bei Twitch. Da machen wir Polarbase-Projekt, jeden Tag ein schöner Stream. Und ja, ansonsten mit Pinecraft, ne, geht es auch weiter heute in der Adventskalender-Welt mit den anderen Chaos-Truppentypen zusammen. Jo. Tschüss. Ciao.